Willkommen in Teil 6. Müsste es jetzt eigentlich sein. So, hier haben wir einen Inn. Was gibt's denn hier im Inn? Oh, wie schön. Hallo. Man sieht ja nur selten unbekannte Gesichter hier in Düsterburg. Wünscht ihr ein Zimmer für die Nacht? Ja, gerne. Ein Zimmer kostet 90 Taler. Kommen wir ins Geschäft? Oh Gott, ey, scheiße. Na, egal. Können wir uns mal aufheilen. Ich finde, man sollte in jedem Wirtshaus einmal schlafen in solchen Spielen. Danke, Fahrt, Mann. Fass mich nicht da an, du Arsch. Okay. So. Und hier in dieser Stadt gibt es schon einiges zu erledigen. Ein Brunnen. Ich bin ja so durstig, aber das Wasser sieht irgendwie prächtig aus. Trotzdem trinken? Ja. Das schmeckt dir widerlich. Boah, unglaublich. Potentes Getränk. Vielleicht sollte ich mir ein wenig davon mitnehmen. Man kann ja nie wissen. Allerdings habe ich kein passendes Gefäß. Verdammt. Ein Gullideckel. Er ist von unten festgekettet. So, dass er nicht geöffnet werden kann. Verdammt. Oh. Bei den Göttern. Kann das möglich sein? Better. Sieh mal. Ach nee, verdammt, das ist ja jemand anderes. Was denn, Rüdiger? Ich kann es nicht glauben, Rüdiger. Das ist der Herr Dankwart. Rüdiger. Bertha, ihr seid noch am Leben. Den Göttern sei Dank. Erlaubt, dass ich euch vorstelle. Das sind meine früheren Diener, Bertha und Rüdiger. Und hier sind Grandy und Libra, denen ich es zu verdanke, dass ich zu euch zurückkehren konnte. Aber erzählt, wie ist es euch ergangen? Kommt ihr denn noch über die Runden? Es geht, Herr Dankwart. Unsere Zeiten sind hart für Leute, die euch früher treu ergeben waren. Wir müssen uns in dieses Haus der Familie Parodi teilen, die genauso arm sind wie wir. Ach, Rüdiger, hör bloß auf, dich zu beklagen. Bitte, Herr Dankwart, erzählt, was euch widerfahren ist. Ja, sicher. Ihr erinnert euch sicher noch an die Nacht, in der ich meine geliebte Doria verschwand. Entschuldigt, Dankwart, Libra und ich kennen die Geschichte ja schon. Wenn ihr erlaubt, sehen wir uns ein wenig im Haus um. Ja, natürlich, Granny. Wie unhöflich von mir. Looten und leveln. Oh, und da guckt der Schilder mit seinem Kopf. Gibt's nichts. Oh, hallo, mein Sohn, bist du das? Ja, Vater, ich bin es. Nein. Hast du etwa wieder einen polierten Panzer und hast dein Geld verspielt? Weißt du denn nicht, dass deine Familie kaum über die Runden kommt? Es tut mir leid, Vater. Hier hast du 100 Taler. Hier hast du 10 Taler. Hier hast du 100 Taler. Roncalo, mein Junge, ich habe dir Unrecht getan. Ich hätte nicht geglaubt, dass du eines Tages doch noch an deinen alten Vater denkst. Ist schon in Ordnung, Vater. Ich gehe da mal wieder. Was hast du, mein Junge? Moment mal. Ihr seid nicht Roncalo. Wer seid ihr? Dass ihr mit einem alten Mann oder Spiel schon treibt. Entschuldigt bitte, ich weiß es selbst nicht, was in mich gefahren ist. Ich wollte euch nicht kränken. Ich heiße Granny. Nun ja, Granny, mein Zorn hat im Alter genauso nachgelassen wie meine Sehkraft. Ich vergebe euch. Roncalo schaut überhaupt nicht mehr bei mir vorbei. Dieser Nichtsnutz. Entweder durchstreift er die Grafschaft auf der Suche nach Abenteuern oder vergeudet seine Zeit im polierten Panzer. Dort verschleudert er sein Geld beim Schildkrötenrennen. Er denkt überhaupt nicht mehr an seinen Bruder und an seinen Vater, die kaum etwas zu beißen haben. Ich gehe da mal wieder. Erlaubt mir, euch auszuhelfen. Ihr habt ja 100 Taler. Granny hat Stufe 13 erreicht. Ihr seid zu gütig, Granny. Obwohl es mein Stolz erbietet, Almosen anzunehmen, zwingt mich der Hunger, euer Geld anzunehmen. Wenn ich euren Sohn treffe, richte ich ihm aus, dass er vor Gott reinkommen sollte. Dieser Arsch von Sohn, ey. Ah, mein Hund hat bellt. Voll süß. Ah, da seid ihr ja wieder. Rüdiger und Bertha haben mir berichtet, welche Zustände in Düsterburg herrschen. Überall herrschen Armut und Hunger, aber das Volk wagt es nicht, sich gegen Warnfried zu erheben. Sie sind dermaßen verängstigt, dass sie sogar scheuen, öffentlich Kritik an den Zuständen zu üben. Es soll aber ein paar junge Leute geben, die im Untergrund aktiv sind und einen Aufstand planen. Leider wissen Bertha und Rüdiger auch nicht, um wen es sich dabei handelt. Wir müssen diese Leute ausfindig machen.
Ich muss wieder gehen, meine Lieben. Bitte erlaubt mir, euch 500 Taler aus unserer Reisekasse zu überreichen. Jetzt hab dich los. Jetzt halt bloß die Klappe, Randy. Danke, Wart. Wir können es da unmöglich annehmen. Papala Papa, die Karriere meiner und euer Stolz. Du weißt selbst, wie dringend wir das Geld benötigen. Vielen Dank, Herr Dankwart. Wir sind zwar nur ein altes Ehepaar, aber wenn wir euch irgendwie unterstützen können. Danke, Bertha. Aber ich weiß euer Angebot zu schätzen. Möchte aber nicht, dass ihr euch in Gefahr begebt. Lebt wohl einstweil und passt auf euch auf. Das ist das Rathaus. Wir sollten vorsichtig sein. Manfred hat hier all seine Posten mit loyalen Gefolgsleuten besetzt. Süß. Ja. Gehen wir mal in das Rathaus rein und gucken. Wenn du den bitte anderen Sekretär irgendwie nur anschenkelst. Ja, nur am Bürgermeister sprechen will und wende die bitte weiterhin an ihn. Guten Tag, ich bin der Elvidion Senkelfried, Sekretär des Bürgermeisters. Was wollt ihr? Herr Senkelfried, wir würden gerne beim Bürgermeister vorsprechen. Na dann mal los, er hatte gerade mal Zeit, aber macht's nicht zu lange, versteht ihr? Hallo, Herr Bürgermeister. Mal kurz, ich muss mal gucken, vielleicht könnte ich mir. Ich überlege gerade. Wartet mal kurz. Sei gegrüßt und fasst euch kurz. Ich bin der Bürgermeister Dippert Trombusch. Und wie immer sehr beschäftigt. Guten Tag, Herr Bürgermeister. Wir sind neu in Düsterburg und wollten euch ein paar allgemeine Fragen stellen. Entschuldigt bitte. Ich bin Bürgermeister, kein Reiseleiter. Und von Klatsch und Tratsch sind wir zu Leute Pfaffen und sensible Mütterchen da. Okay, Arschloch. Was gibt's denn hier hinten? Guten Tag, ich bin Bürger Busdorf, Schreiber und Bibliothekar des Bürgermeisters. Könntest du bitte aus dem Weg gehen? Dankeschön, ich will da hoch. Entschuldigt bitte, aber dort geht es zu den Privatgemächern des Bürgermeisters. Zutritt verboten. Dankeschön. Arsch. Versuchen wir nochmal mit ihm zu reden, oder? Na, seid ihr schon wieder. Was gibt es heute? Guten Tag. Wollt ihr uns nicht doch vielleicht ein paar klitzekleinen Fragen beantworten? Jetzt ist's aber genug. Geht mir aus den Augen. Tschüss, hey. Oh Gott, das ist anstrengend. Wie beruhigend. Als sie im Haus noch steht, wenigstens für die medizinische Versorgung scheint gesorgt zu sein. Mehr oder weniger. Ich muss mal was trinken. Tut mir leid. Die ganzen Stimmen zu versuchen zu imitieren oder zu machen. Ist nicht gerade einfach. Und drückt auf meinen Kehlkopf. Wir möchten gerne ins Sanatorium. Habt ihr einen besonderen Grund dafür? Wir wollen uns nur mal umsehen. Aus keinem Grund eigentlich. Wir wollen uns nur mal umsehen. Tut mir leid, aber Rücksicht auf den Patienten und keine Besichtigung gestattet. Ja, eigentlich sind wir Wissenschaftler. Suchen wir eine Stellung. Wollten wir sowieso gehen. Wir sind Wissenschaftler. Wir sind aus dem fernen Königsberg gekommen, um Geisteskrankheiten zu erforschen. Und dies scheint uns der geeignete Platz zu sein, nicht wahr, Leute? Ich bin G.R. Young. Okay. Und das sind meine Kollegen. Link Wood Light. Und Ellie Brathet Tonnergaul. Damit es euch einen Namen könnt ihr an Wissenschaftler sein. Tretet ein und meldet euch beim Einwand. Okay, machen wir. Hallo, ihr seid neu hier. Ich bin Hermine, die Hüterin. Bist du eine Art Krankenschwester? Krankenschwester? Wir brauchen hier doch keine Krankenschwester. Ich dachte, das hier sei ein Sanatorium. Wie kommt ihr denn auf solche albernen Ideen? Ein Sanatorium mit einem Wald? Ich bin die Hüterin des Waldes. Was für ein Wald denn? Ich sehe nur Mauern und Gitter. Oh ja, du bist ganz schön durchgedreht, Junge. Geh mal zum Augenarzt. Okay. Hey da! Beuge dein Haupt vor der heiligen Inquisition. Ihr seid ein Inquisitorin? Ihr seid eine Inquisitorin? Ich dachte, es wäre Mann. Dann solltet ihr mal nach draußen gehen, da bekommt ihr eine Menge Arbeit. Schweig! Niederer Wurm. Und jetzt rede, bevor ich dir die Daumenschraube anlegen muss.
Ihr müsst euch schon entscheiden, reden oder schweigen. Spotte nicht, du Marder, sonst lasse ich dir die Zunge abschneiden. Ach, wisst ihr, mir wäre das hier wirklich zu dämlich. Bleib hier, du dämlicher Wicht. Die eiserne Jungfrau wartet auf dich. Ich habe die Macht. Die Macht! Die Macht! Okay. Oh, die Vergangenheit dreht sich in die Zukunft und das Chaos ist nichts. Entschuldigt bitte, ich bin nur ein ungebildeter Krieger. Das ist leider zu hoch für mich. Die Fliege dreht sich um der Schnitzel und das Mühlrad um die Achse. Ach so. Warum sagt ihr nicht gleich, dass ihr Blamblam seid? Das ist schon lustig. Nehmt euch nur anständig. Okay. Hallo, Madame. Seid gegrüßt, werte Gäste. Ich bin Dr. Alfons Einbein, Leiter des Sanatoriums. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Erzählt mir was über die Stadt. Was ist das für ein Sanatorium? Berichtet von euren Patienten. Früher war das hier ein ganz gewöhnliches Krankenhaus, aber seit der Machtübernahme von Fritz hat sich hier einiges geändert. Immer mehr Menschen wurden eingeliefert und das Leben da draußen nicht mehr ertragen können. Ihre Seelenpartner schlugen sich mit zahlreichen Formen geistiger Verwirrung durch. Um in dieser schrecklichen Stadt zu überleben, haben sie sich ganz in ihre eigene Fantasiewelt zurückgezogen. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dieser armen, verwirrten Menschen ein Heim zu schaffen. Eine Heilung ist mit den meisten Fällen nicht möglich. Ich zweifle sogar daran, dass sie überhaupt wünschenswert wäre. Warum nicht? Reden wir über etwas anderes. Warum nicht? Wenn die armen Leute wieder nach draußen kämen, würde sie wieder von der furchtbaren Realität überwältigt werden. Ich weiß nicht, wie sie darauf reagieren würden. Selbstmord? Vielleicht. Oder auch nur ein Rückfall in die Krankheit. Okay, berichten wir von euren Patienten. Für den Interessierten haben wir ein faszinierendes Spektrum an Geisteskranken zu bieten. Harmlose Fälle, wie die grünhaarige Helminia, die sich einbildet, sich im Freien zu befinden, auf den grünen Wiesen und Wäldern. Oder der junge Tarius, der sich völlig von seiner Umwelt abschottet und nur für seine Musik lebt. Und die weniger harmlosen Fälle? Da haben wir zum Beispiel den jungen Bruce, der sich für eine Kampfmaschine hält und das auch jedem zeigen will, der ihm zu nahe kommt. Oder aber die frühe Waldläuferin Lirian Federschwinge. Sie leidet an der klassischen Form von Lykantrophie. Bei Vormund glaubt sie, sich in einen Wolf zu verwandeln. Normalerweise können wir sie daher meistens frei umherlaufen lassen. Aber durch diese verwünschte Sonnenfinsternis haben wir faktisch rund um die Uhr Vollmond. Dr. Einbein gibt euch noch eine geschlagene Stunde lange erschöpfende Auskunft von allen Formen geistiger Abnormitäten. Er berichtet von multipler Persönlichkeiten über paranoide Zwangsneurosen bis hin zu Auffälligkeiten bei akuter Schizophrenie. Uff, Herr Doktor, das war jetzt wirklich eine geballte Ladung Wissen. Er erzählt uns etwas. Nein, wir müssen gehen. Ein Diplom von der Universität Königsberg. Okay. Hey, der Junge, komm doch mal zur Tür. Ich brauche sie. Ich geh Tiger klauen. Ich brauche sie. Wie geht das nochmal? Ich brauche sie. Ich geh Tiger klauen. Ich kämpfe. Du Terre. Ja. Haha, Idiot. Hallo Fräulein, kommen Sie doch mal an die Tür. Wärter, kommt schnell. Die Gefangenen brechen aus. Ich glaube, ihr bringt etwas durcheinander. Wartet. Ich werde den Unhold ein feuriges Ende bereiten. Moment mal. Also, Laufbärchen, sie mag zwar verrückt sein, aber ihre Feuerkugeln sind real. Ja, das stimmt. Hallo, Madame. Hallo, du da, komm mal her. Schon gut, Fifi, weitermachen. Oh mein Gott, ich bin so am Block. Der Zugang zur Treppe ist nur Personal gestattet. Entschuldigung, aber der Zugang zu den unteren Gemächern ist nur für Personal gestattet, du Arschloch. Es geht um den Patienten Tarius. Ja, ein faszinierender Fall. Er wurde vor ein paar Jahren in das Spukhaus gefunden, das sich ganz in der Nähe befindet. Die Götter mögen wissen, was dort geschehen. Was er dort gesehen hat und was auf jeden Fall geschehen ist. Er sprach seit diesem Tag kein Wort mehr. Er drückt sich jedoch auf eine andere Weise aus. Musik. Nach einigen kleineren Kompositionen scheint er jetzt an seinem großen Zyklus zu arbeiten. Die Musik hat etwas ganz Zauberhaftes. Auf verschiedene Kreaturen hat sie ganz unterschiedliche Wirkungen. So ist zum Beispiel seine Zelle seit der mit der Komposition begonnen hat, völlig frei von Ungeziefern. Wie ist es mit den Angehörigen? Können wir ihn sehen? Das kann ich euch leider nicht erlauben. Er ist Fremden gegenüber sehr schüchtern. Als der Wächter oder der Wärter, der ihm gewöhnlich das Essen bringt, einmal krank wurde, akzeptierte er nur mich als Ersatz. Unbekannte machen ihm Angst.
Seine Eltern kamen ihn anfangs besuchen, aber sie sind beide vor ein paar Jahren gestorben. Er widmet die meisten seiner Kompositionen entweder ihnen oder seiner Schwester, und das ist verwunderlich. Nachdem die Eltern tot waren, ließ ich nach seiner Schwester suchen, damit er aber nicht völlig vereinsamt, aber sie war nirgends aufzufinden. Mehr noch, niemand im ganzen Ort kann sich daran erinnern, dass jemals eine Schwester existiert hätte. Ja, gehen wir wieder weg. Nein. Ich wollte es nicht hören. Wir müssen leider weiter. So. Und gehen mal wieder raus. Jetzt haben wir hier alle angeguckt, alle angesprochen. Mal alles angesehen. Granny, das Einbein... Was? Als Einbein eben den Namen von diesem Jungen erwähnt hat, Tarius, da ist es mir wieder ganz anders geworden. Also so schrecklich finde ich den Namen auch wieder nicht. Ich meinte, dass mir der Name bekannt vorkam, Granny. Ach so. Na, vielleicht finden wir noch einen Weg, ihn kennenzulernen. Aber nicht jetzt. Bitte. Das Haus der Wache. Früher war man hier für Recht und Ordnung zuständig. Heute geht es wohl eher darum, Warnfrieds Willen durchzusetzen. Gehen wir rein. Okay. Hallo, Madame. Ich bin auch der Wache. Wenn du etwas willst, wende dich an einen Wachmann hinter dem Tresen. Machen wir doch. Guten Tag. Seid ihr nicht von hier, oder? Was kann ich für euch tun? Ich möchte ein Verbrechen anzeigen, den Kommandanten sprechen, einen Gefangenen sprechen, mich nur ein wenig umsehen. Ja, wir kennen ja noch nichts. Viel Spaß dabei. Aber treibt es nicht zu bunt. Das ist ein Wachhaus, kein Museum. Und wir können? Hoch zum Kommandanten, cool. Seid gegrüßt. Ich bin Tarant Alruhn, Hauptmann der Wache. Was wünscht ihr? Ich will die Gefangenen sprechen. Ich wollte meine Hilfe anbieten. Ich will aus der Stadt raus. Mundlos glücklich. Danke. Hoppla. So viel Hilfsbereitschaft findet man selten an diesen Tagen. Dürfte ich euch nach eurer Motivation fragen? Wir sind so eine Art Pfadfindergruppe, genau. Jeden Tag eine gute Tat. Das ist unser Motto. Nun, ich hatte da tatsächlich ein Problem. Einer meiner Männer ist bei einer Inspektion des Wehrgangs in das Widdergehege gefallen. Er befindet sich im Osten der Stadt. Ja, das kann... Ja, ich kann mich erinnern, da war so ein paar Widder und ein Typ. Die Biester sind durch die andauernde Finsternis aggressiv, bis zum geht nicht mehr. Und stark sind sie auch. Mein Mann hatte keine andere Möglichkeit. Was? Ich dachte, es wäre eine Frau. Oh, verdammt. Als ich auf den Baum zufliege. Achso, mein Mann. Ja, ich verstehe es jetzt. Tja, und da sitzt er immer noch. Warum tötet ihr die Tiere nicht? Gut, ich gehe rüber und hole ihn. Und ihren Besitzer ruinieren? Nein, das dürfen wir nicht. Sie sind noch nicht ganz ausgewachsen. In Ordnung, dann gehen wir mal einmal rüber und holen sie da raus. Naja, da gibt es noch ein weiteres Problem. Ihr könnt da nicht einfach so reinspazieren. Wenn ihr das Gatter öffnet und ein paar von diesen Biestern entwischen, nicht auszudenken. Deswegen müsst ihr den Weg nehmen, den auch er gewählt hat, über den Wehrgang. Moment mal, da patrouillieren Knochenmänner des Herzogs. Ihr erhaltet eine Rüstung der Wache, damit werdet ihr euch nicht behelligen. Der Zugang zum Wehrgang befindet sich jedoch außerhalb der Stadttore. Da es euch jedoch nicht erlaubt ist, die Stadt zu verlassen, müsst ihr mit Hilfe eines Seils auf den Wehrgang klettern. Noch kompliziert geht's wohl nicht, oder? Ich bereite alles vor. Hier habt ihr einmal eine Rüstung und ein weiteres Seil. Und vergesst nicht, die Rüstung auch anzuziehen. Oh ja, das wird spannend. Gehen wir mal runter. Keine Zeit für solche Sachen, ich muss an den Auftrag denken. Speichern wir mal ab, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und ziehen mal Granny. Müssen wir denn die Rüstung so anziehen? Nee. Ah. Hui. Haha, und ausgewichen. Okay. Nein, und da haben sie der letzte entdeckt. Düster Schreck greift an und wir machen ihn fertig. Schwert an's. Los! Magie, Blitz! Los! Wunder! Stoßgebet! Ich meine, die weicht aus. Zwei Blitze. 20 LP, das ist aber wenig. Okay, los, komm. Technik, Schwert an's. Magie, mach mal einen Feuerball. Und du, Wunder, Stoßgebet. Setz ihn in Brand. Na, dann halt uns sonst.
Okay, Schwertanz. Na je, dann machen wir Schockpfosten. Mal gucken, was da passiert. Oh Gott. Ich will leben. Oh, 84. Das müssen wir jetzt öfters machen. Verdammt, verdammt. Oh Gott, verdammt. Oh, was ist das? Eine Klingel. Eine wilde Klingel. Okay. Dann werde ich jetzt wohl mal kurz Pause machen müssen. Wir sehen uns gleich wieder. Und da kam noch jemand dazwischen. Ja, tut mir leid. So, aber erstmal müssten wir versuchen, den Herrn zu retten. Ich glaube, die kommt als... Nein, 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 nein. Gut. Ich kann es doch noch abbrechen und geben dem mal ein Heilkraut. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Okay, oh, wir haben ihn besiegt. Granny hat Stufe 14 erreicht. Stufe 14 erreicht. Liberat Stufe 14. Und Dankwart 16. Und wir können hier nicht abspeichern. Ha, toll. Was machen wir denn jetzt? Erstmal heilen. Schnell. Dankwart, kannst du nicht alle Heilung machen? So, gut. Jetzt haben wir alle. So, und schnell vorbei. Wie kommen wir jetzt hier runter? Nein! Ah, verdammt. Müssen wir gegen den nächsten angreifen. Kämpfen. Los, mach Schockpfosten. Und Wunder, Stoßgebet. Komm schon, töte die schnell. Pschum. Attacke, los. Schwertanz. Magie, Stockpfosten. Und Stoßgebet. Ah, shit, der ist echt, die sind echt hart, ey. Komm schon. Oh, Libera, zweimal. Oh, gut, der hat. Wir haben gewonnen. Komm schon, scharf, geh weg. Hallo da oben, ich bin gekommen, um dich zu retten. Komm also bitte runter, damit wir abhauen können. Bist du nicht ganz bei Trost? Die Biester da unten werden dich zerfleischen. Dann versauer doch da oben. Wir haben hier diesen Bogen. Warte, ich komme runter. Oh Gott. Jawohl, wir haben es geschafft. Ja, mich gerettet. Bitte entschuldigt meinen rüden Ton eben. Ich werde euch mein Leben dankbar sein. Quentin hat Stufe 15 erreicht und Finderlem. Dankbar hat Stufe 17 erreicht. Jawohl, und jetzt müssen wir nur noch lebend rauskommen. Wir benutzen mal ein Elixier für Dankwart. Dann kann er nämlich uns heilen. Die anderen. Genesung. Oh, da haben wir es geschafft. Ich glaube nur noch einer. Huh, und geschafft. Nach unten klettern. Okay, und wir haben es geschafft, Leute. Haha, wir haben ihn gerettet. Den Drecksack. Und das war's dann auch wieder mit der Folge. Bei Unterwegs in Düsterburg. Bleibt fresh. Haut rein.